Wir sind Stefanie Markmann und Stefanie Feld von der Volksbank Lübeck im Hochschulstadtteil. Und wir haben euch heute eine Bastelidee mitgebracht. Wir möchten mit euch basteln. Und zwar niedliche Sterne aus Butterbrottüten. Und wie das funktioniert, das zeigen wir euch jetzt. Ja, wir brauchen für einen Stern ungefähr 7 bis 9 Brottüten. Dabei ist es wichtig, als erstes kleben wir die erstmal alle aufeinander. Die kurze Seite, die muss oben liegen. Wie gesagt, 7 Stück. Ihr dürft auch 8, 9, 10, 11, 12 nehmen. Müsst aber bedenken, dass die dann natürlich sehr dick werden. Später, wenn ihr verzieren wollt, dann wird es schwieriger beim Schneiden. So, einmal T-förmig den Kleber auftragen und die Tüte ordentlich drauflegen und festkleben. Und damit wir euch das ein bisschen schneller zeigen können, weil der Kleber ja ein bisschen trocknen muss, haben wir das natürlich auch schon vorbereitet. Wir haben hier ein Rolling gemacht. So sieht das jetzt aus. Frau Feld hat jetzt ja 3 Tüten hier gezeigt und geklebt. So sieht das aus, wenn jetzt 7 oder 9 Tüten zusammen sind. Das ist einmal der fertige Rolling. So, und jetzt lassen wir eurer Kreativität freien Lauf. Jetzt könnt ihr noch schneiden. Zum Beispiel so Ecken klein ab. Genau. Oder reinschneiden. Unterschiedlich groß. Es kann rund sein, es kann eckig sein. Wie das dann aufgefaltet aussieht, das zeigen wir euch. Könnt ihr schön mit euren Kindern nachbasteln. Ihr könnt oben ein kleines Loch reinmachen, das Zusammenkleben dann oben, eine Schnur dran befestigen, aufhängen und schon habt ihr eure Sterne fertig gebastelt. Zumba, Zumba, Bächlein singen, Zumba, Zumba, Weihnachtszeit. Zumba, Zumba, Bächlein klingen, welche Freude weit und breit. Heut ist der Heiland geboren, Tröster und Retter der Welt. Er hat zum Heil uns erkoren, ewige Treue uns hält. Zumba, Zumba, Bächlein singen, Zumba, Zumba, Weihnachtszeit. Zumba, Zumba, Bächlein klingen, welche Freude weit und breit. Jeder will ihm etwas bringen, ich aber hab nicht viel Geld. Ich kann dem Kindlein nur singen, hoffen, dass es ihm gefällt. Zumba, Zumba, Bächlein singen, Zumba, Zumba, Weihnachtszeit. Zumba, Zumba, Bächlein klingen, welche Freude weit und breit. Dass sich das Kindlein erfreute, spielten die Hirtin ihm vor. Singt nun mit mir, liebe Leute, singt mit den Hirten im Chor. Auch heute haben wir wieder eine spannende Rätselfrage für euch. Wer alle korrekten Antworten am Ende der Woche an info@st-jürgen.de, Jürgen mit UE. Wer die an diese E-Mail-Adresse mailt, nimmt an unserer Preisverlosung teil. Und nun das Rätsel. Ich nehme sie in die Hand und schüttle ein wenig. Gespannt schaue ich den sanft fallenden Flocken zu, wie sie die Rehfamilie und Tannenbäume mit einer weißen Schicht überziehen. Schneekugeln. Sie faszinieren noch heute groß und klein. Eine der berühmtesten Hersteller ist
die Original-Wiener Schneekugelmanufaktur. Gegründet um 1900 von dem Erfinder der Schneekugel Erwin Perzi. Der Betrieb wird in der dritten und vierten Generation geführt und ihre Schneekugeln werden auch in Japan, Amerika und der arabischen Welt gerne gekauft. Im Zuge der Covid-Pandemie 2020, als das Geschäft Perzis wie alle anderen geschlossen werden musste, wurden in Anlehnung an die Hamsterkäufe Schneekugeln mit einem besonderen Inneren hergestellt, die schon im Online-Handel Absatz fanden. Welches Motiv ist in der Schneekugel zu sehen? Ist es A, eine WC-Papierrolle? Oder B, eine Rotweinflasche? Oder C, ein Teller mit Nudeln? Wir wünschen euch einen schönen Abend und bis morgen.